Hey, pst! Ich habe noch ein Spektrumspiel für euch. Das hier ist Pst, oder wie der Engländer vermutlich sagt, Pest. Von Ultimate Play the Game, wie gesagt, für den ZX Spectrum. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Ja, also, das Spiel heißt Pst oder Pest, je nachdem. Pst kann es heißen, wegen der Spraydosen, die darin vorkommen. Pest, weil das englische Wort, der Begriff Pest Control, bedeutet sowas wie Schädlingsbekämpfung. Und das ist es, worum es in diesem Spiel geht. Wir sind ein Gärtnerroboter, der versucht, eine Pflanze zum Blühen zu bringen. Und dazu muss er die diversen Schädlinge bekämpfen und von der Pflanze fernhalten. Dazu hat er mehrere Spraydosen. Ich zeige euch das jetzt mal. Genau, Spray the Bugs. So, wer jetzt denkt, dass die Spraydosen die Farbe der zu bekämpfenden Schädlinge hat, der irrt sich, wie man sieht, ja. Ich dachte das erst. Ich habe es erst probiert und war dann ein bisschen irritiert. So, hier gibt es eine Gießkanne, die brauchen wir auch. So, ja. Ziel des Spiels ist, dass die Pflanze blüht. Und wenn die Schädlinge kommen und fressen an der Pflanze, beziehungsweise nagen einfach nur an ihr, ja, dann wächst sie langsamer oder sie geht auch ein. So, im Moment geht das alles noch recht einfach. Wir haben ja nur eine Sorte Gegner. Ja. Es ist wirklich blöd gelöst. Also ich habe ja eigentlich gedacht, dass die Spraydosenfarbe auch die Farbe der Gegner ist, damit man es ein bisschen unterscheiden kann. Ich habe da vorhin rumprobiert. Hat mich gewundert, dass die Gegner bestenfalls mal stehen bleiben. Ja. Und dann habe ich rausgefunden, okay, die Farbe ist nur zum Unterscheiden. Aber es gibt keinen Bezug zu den jeweiligen Schädlingen in der Farbe. Naja, was soll's. So, was haben wir denn hier? Growback, ich nehme an, das ist irgendwie Dünger oder so. Ja, aber die macht sich ja ganz ordentlich. Dauert auch nicht mehr lange. Ja, jetzt haben wir hier noch rote Spraydosen und gelbe Spraydosen. Und die sind für Schädlinge, die in den weiteren Levels noch kommen werden. So viel kann ich schon verraten. Und da haben wir sie schon. Ist sie nicht hübsch? Ich frage mich zwar, was das für eine Pflanze ist. Ja? Manche von euch fragen vielleicht, ob man das rauchen kann. So, rot ist für die. Ja? Das habe ich auch mittlerweile rausgefunden. Ist auch sehr effektiv. Ja? Und wenn ich mit Rot auf die Würmer schieße zum Beispiel, dann werden die nur kurz betäubt. Ja? Das bedeutet, ich brauche in jedem Fall die andere Dose. So. Das war jetzt insofern doof. So. Ich muss die Dose erst wieder absetzen. Hier nagt jemand. Der muss weg. Ja. So. Manche von euch fragen sich vielleicht, ob man diese Pflanze rauchen kann. Nein, kann man wahrscheinlich nicht. Und wenn doch, hat man nichts davon. Ja, für mich ist das eh nichts. Ja, der kam genau da. Okay. Netterweise ist es ja wenigstens so, dass die Pflanze nicht wieder von Anfang an gezüchtet werden muss, wenn man sein Leben verliert. Ah, das war eng. Ja, aber da ist man nicht gegen gefeit. Ab und zu kommt einfach einer aus dem Loch. Während man versucht, eigentlich die Spraydose dort abzusetzen. Das ist nicht unbedingt fair. Ja. So. Ah, schon wieder! Das gibt's doch nicht! Wie gemein. Oh, eine Fliegenklatsche. Ich mache euch weg. So, okay. Die Kollegen... Ah, ich habe nicht aufgepasst. Aber ich probiere es nochmal. Na gut. Der erste Level war ja einfach. Ja, das ist ja easy. Zackig. Los geht's. So, komm her. Animation sind sehr schön. Die gefallen, wie in eigentlich allen Spielen von Ultimate.
Ja, die Jungs haben das damals schon drauf gehabt. Die wussten, worauf es ankommt. Das sind Spiele, wo man damals dachte, hey, da hole ich mir doch ein bisschen Arcade-Feeling nach Hause, weil das war sehr weit entwickelt. Wenn man vergleicht, was es früher auf dem Spektrum zu diesen Zeiten sonst noch so gab, da war viel zwar schon mit user-definierter Grafik, so wie hier, aber es war nicht animiert und es war bestenfalls so zeichensatzmäßig. Ja? Also hat böse geruckelt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ja? Und diese Spiele markieren hier eigentlich einen Meilenstein in der Entwicklung beim Spektrum. Ich habe dann auch gesehen, dass viele bekannte Spiele, ja, der Spektrum war ja eine riesen Spielemaschine in England, auf dem Spektrum auch umgesetzt wurden. Nur ist es halt so, ich bin dann vom Spektrum weg zugunsten des C64 und das war eine ganz andere Welt. Ja. Was mich fasziniert, sind Spektrum-Demos. Ja. Wobei es aber eigentlich für diese ganz alten Spektrums wohl kaum welche gibt, nur für die 128K-Rechner. Ah, da sind wir wieder. Ob das Mond ist? Eine mutierte Sonnenblume von der Tschernobyl-Farm? Ich hab keine Ahnung. So, da wollen wir doch gleich mal... Ach, Mann, ey. Räumen wir gleich mal auf hier. Weg. So, die Spraydose steht natürlich auch immer da, wo man sie nicht gebrauchen kann. Du musst weg. So, zack, 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 zack. Und schon wieder. Chaka, 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 chaka. Wie die Hella von Sinn immer gesagt hat. Komm her, du Stück. Verdammt. So. Die werden wir wegmachen. Die nerven mich. Ich bin so neugierig. In der dritten Stufe. So, wir brauchen wieder Rot. Was mir bei dem Spiel auffällt, ist, der Button reagiert nicht so gut irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das, ich mir das einbilde. Aber es ist wirklich so. So, schnell, bevor die anfangen, hier zu fressen. Es ist nice. Ja, ich finde es cool. Auch das ist genauso mit Joystick ein völlig anderes Spiel als mit Tastatur, ja. Ich bin damals mit Tastatur, habe ich immer nur auf gut Glück gespielt. Hier kann man ja so ein bisschen jetzt mal eine Strategie erkennen. Ich lag sogar auch einfach daran, dass ich damals 10 war. Oh Gott, ist das schon so lange her, das ist ja furchtbar. Aber andererseits bin ich ja jung geblieben. Ich habe immer noch Spaß an sowas. Und ich habe nicht Spaß daran, weil ich es mir zurückwünsche, sondern weil ich es heute noch cool finde. Okay. Die A. Fliegendes Viehzeug. Oh, nicht aufgepasst. Blöd. So, tschada, okay. Wieder werden die anderen nur paralysiert. Du musst da weg, du musst da weg, du musst da weg. Wenn die so früh in dem Stadium schon in der Pflanze hängen, müssen die da weg. Was ist denn das? Ja, das ist nicht ohne. Geht von meiner Pflanze weg. Weil wenn man... Ich weiß schon mittlerweile, dass wenn man die zu lange fressen lässt, dann geht die ein. Ja, dann heißt es, deine Pflanze wurde gefressen. Ätsch. Die muss weg. So, Fliegenklatscher. Dann geht's fort, hey. Fucking. So, ich will... nicht getroffen. Dann merkt schon wieder eine.
irgendwie. Vielleicht ist das. Oh, genau, weil da. Naja. Okay. Ich weiß nicht, ob da noch viel mehr kommt. Keine Ahnung. Drei Sorten Schädlingsbekämpfungsmittel. Drei Gegner. Drei Schädlinge. Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt. Keine Ahnung. Ich will es jetzt aber auch nicht mehr rausfinden, weil das Video ist schon lang genug. Ich probiere es vielleicht für mich nochmal. Aber allzu viel kann da nicht mehr kommen. Ist ja ein 16K-Spiel. Auf jeden Fall eine originelle Spielidee, finde ich. Ist auch schön umgesetzt. Das Einzige, was wäre, wenn die Spraydosen dieselbe Farbe hätten wie die Gegner, wäre es ein bisschen naheliegender. So muss man immer ein bisschen kombinieren. Und ich bin alt. Denken und handeln und gucken und sprechen, das überfordert mich, das wisst ihr. Deswegen, ich gebe dem 99 von 100 Punkten auf der ZX-Spektrum-Skala. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schaut mal wieder rein, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Euer Alex.